Willkommen in Vanguard. Ja, der Held Roland befindet sich in Vanguard. Und laut des Logbuchs sollten wir gleich mit dem König sprechen im Thronsaal. Ja, ich bedanke mich auch wieder, dass ihr eingeschaltet habt und Kommentare geschrieben habt. Jetzt will ich aber trotzdem, bevor ich mit irgendeinem labere, erstmal hier forschen. Also ich forsche gerne, gucken, wer so alles da ist. Hier ist ein Kartist da. Erstmal gucken, wer hier alles so ist. Und auch hier ja, nehmt es mir nicht übel. Ich weiß nicht, ob das hier eine alte, übernommene Geschichte ist oder ob das neu gerendert ist. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich sollte später die Burg verlassen, siehst du? Ich darf noch nicht mal raus. Ich bin hier voll in Quarantäne. Das ist gemein, ist das. So, was haben wir hier noch alles für? Hier haben wir noch einen Gardisten. Was ist denn das hier für ein Nebenraum? Das sind alles so Separés hier. Oh, schön beleuchtet mit diesen super schönen Standkandelabern. Also, das ist cool. Naja, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob das schon da war oder ob das Odyssey-Mod-Team selbst, Lukas, der Koch, ob das selbst erstellt worden ist. Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber trotzdem, gucken wir mal. Soll ich jetzt hier den Sellerie klauen? Geht das? Ich speichere mal. Gucken wir mal. Sellerie geht, Lauch geht, Kartoffeln gehen auch. Erstmal einsacken hier. Brauche nämlich was. Vielleicht kann ich ja vom Lukas was lernen. Man weiß es ja nicht. So, das Brot, da muss ich weiter weggehen. Dann geht es wahrscheinlich an, ja. Super, klappt. Ein Fass mit Salz. Dann noch was? Nein. Ein Herd. Noch ein Herd. Okay, eine Heilpflanze. Kochlöffel, liegt da ein Pilz? Tatsache, da liegt mal ein Pilz auf dem Tisch. Auch neu. Ein Wolfsmesser. Truhe haben wir nicht, dann lagern wir mal erstmal den Lukas an. Hey du! Hey! Hey! Raus aus meiner Küche! Hier hat keiner was zu suchen. Egal ob Waffenknecht oder Ritter. Was machst du hier? Na was schon? Ich koche eine meiner vorzüglichen Suppen. Schließlich muss ich als Koch dafür sorgen, dass die Bäuche in der Burg gefüllt sind. Also störe mich nicht länger! Kann ich denn keine Suppe kriegen? Störe ich? Du sagst es! Raus! Hey du! Zeig mir deine Ware, behandeln kann man mit ihm. Zeig mir deine Ware! Oh, lecker. Ah, hier gibt's endlich Rezepte. Rezept Birnenkompott Fleischsuppe. Oh, 200 für eine einfache Fleischsuppe. Rezept Käsesuppe. Oh, die ist auch sehr wertvoll. Wurstsuppe. Wurstsuppe mag ich nicht. Rezept kräftiger Eintopf. Oh, das sind alles natürlich schöne Rezepte. Rezept für eine kräftige Kartoffelsuppe. Ich glaube, ich werde nochmal runtergehen. Rezept Zwiebelsuppe. Zwiebelsuppe, französisch oder was? So, Birnenkompott will ich nicht. Fleischsuppe, kaufe ich mal. Käsesuppe, ne. Wurstsuppe. Okay. Hol mal ein kräftiger Eintopf. Nehmen wir auch mal mit. Rezept Karottensuppe, Kartoffelsuppe. Ja, Gott, Zwiebelsuppe, leckere Zwiebelsuppe. Nee, okay, das war's. Das soll's mal gewesen sein. So, und jetzt wollen wir uns mal erstmal wieder den dienstlichen Dingen widmen, statt den lokulischen Genüssen. Wer ist denn jetzt hier? Hier, guck mal, Kobrin. Ach, übrigens, der Teppich hier. Habe ich auch gecheckt, vorher im Off. Ohne den Renderer flackert's auch, aber nicht so stark wie hier. Also, der Teppich flackert. Auch ohne Ränder. Das ist jetzt der König. Robert der Zweite. Ehrenwerter König, ich spreche mit ihr. Ihnen. Hallo, ich euch. Bin... Jemand, der es geschafft hat, die Barriere zu überwinden. Willkommen, Ritter. Welche Barriere? Diejenige, die unsere Magier errichtet haben, um zu verhindern, dass die Orks Vanguard erobern. Es war das letzte Mittel, das uns blieb, um den Sieg der Orks zu verhindern. Auch um den Preis, dass wir jetzt von der Außenwelt abgeschlossen sind. Also konnten die Orks jetzt nicht nach Vanguard eindringen? Leider doch. Ein kleinerer Teil des Orkheeres hatte bereits die Stadt eingenommen, bevor die Barriere errichtet wurde. Diese Orks haben sich jetzt in der Stadt verschanzt und greifen uns ständig an. Mein Name ist Roland. Jetzt ist mir gerade eben aufgefallen, sorry, dass ich wieder gedampft habe. Vanguard ist doch, Moment,
Das ist klar. Ist übernommen worden. Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Na, dann wird mir klar, wie du hierher gekommen bist. Dich schickt Lord Baldwin? Ja. Sehr gut. Du musst nämlich wissen, dass nur 3 Männer von mir Teleportrunen erhalten haben, die sich außerhalb der Stadt befinden. Ja. Eine davon erhielt Lord Baldwin. Und die beiden anderen? Zum einen Rufus, der Kommandant der Paladine von Gotha. Ich fürchte aber, dass Gotha mittlerweile von den Orks eingenommen worden ist. Und zum anderen der Ritter Hector, der mich auf dem Laufenden hält, was in Myrtana vorgeht. Aber jetzt zurück zu dir. Bringst du das Erz? Ja, aber nur einige Kisten. Ah, naja, besser als nichts. Übergib sie meinem Vogt. Der soll sie in Verwahrung nehmen. Wo finde ich den Vogt? Ich weiß jetzt nicht, wo er sich zurzeit aufhält. Irgendwo in der Burg. Du wirst ihn schon suchen müssen. Wenn du die Kisten bei ihm abgegeben hast, reden wir weiter. Es wäre unmöglich, seinen Schlüssel zu stehlen. Auch mal eine Option. Also, hä? Also, ich wollte gerade eben noch sagen, Vanguard. Bin ich jetzt falsch, wenn ich sage Gothic 3? Und Kuppel über... Das ist es doch, oder? Könnt ihr gerne schreiben. Bin jetzt ein bisschen durch. Charypto. Aha. So, Vogt. Wir suchen erstmal nach Vogt. Lord Reginald. Ist denn Lord Reginald der Vogt? Hallo. Hallo. Was fällt dir ein, mich anzusprechen? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Wer bist du? Ich bin Lord Reginald, Hofmarschall und Berater unseres erhabenen Königs. Und nun geh. Ich habe zu tun. Also er ist schon mal nicht der Vogt. Vielleicht ist es Cobrün oder Cobrine. Hey, hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Ich grüße dich. Ich bin Cobrin, Kommandant der Paladine in Vanguard. Ich muss sagen, dass ich erstaunt bin. Ich hätte nicht gedacht, nochmal was von der Albatros zu hören. Bei den vielen Orkschiffen, die auf dem Meer unterwegs sind, ist es wahrlich ein Wunder, dass ihr noch am Leben seid. Also, herzlich willkommen in Vanguard, oder was noch davon übrig ist. Zeig mir den Umgang mit der Baustärke. Stärke und Geschick trainieren. Ja, Geschick wäre cool. Ich brauche Training. Ich brauche noch 10 Geschick, damit ich den nächsten Bogen andingsen kann. Also 20 Lernpunkte. Nee. Ja, ich weiß. Immer diese 9er-Endung. Weil, was haben wir denn hier? Wir haben 38. Ich muss noch mal gucken, Vanguard, was gibt's denn hier? Der König hat mich, wir gucken, ob, ich bin völlig jetzt perplex, wie der Vogt denn eigentlich heißt. Dieser soll sich, Moment, man kann bei dem Vogt die Erzkisten ab, dieser soll sich irgendwo in der Burg aufhalten. Irgendwo. Ja, irgendwo ist natürlich auch eine schöne Position, aber trotzdem. Gucken wir mal unter Charypto. Der hat nichts zu sagen. Gardist schätze ich mal nicht. König Robert vielleicht noch was? Nein. Ja, irgendwo soll er sich in der Burg aufhalten. Erstmal gucken hier in dem hinteren Ich sollte später diese Räume betreten. Guckt euch das an. Schade, ich bin so neugierig. Aber das ist ja reichlich gedeckter Tisch da hinten. Gut, dass sie schon gefrühstückt hat, sonst wäre ich jetzt gleich weg. Was haben wir denn hier für einen Raum? Ah, hier können wir noch mal ein bisschen was lesen. Mal gucken. Altes Wissen? Lesen, ja. Verstehe. Magisches Wissen. Magisches Wissen plus 3. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder zum nächsten. Erfahrung. Vermählung des Königs. Lange Zeit ist es ja seit der ruchlose General Lee Blub Blum Blay Lord Rhein Reginald Hofmarschall. Okay, das hat also der Reginald Reginald geschrieben. Was haben wir hier? Erfahrung nochmal 10 militärische Lage. Die Ork haben Mythana nun vollkommen besetzt. Lapapapap, Kobrin Befehlshaber der Paladine. Gut, okay, das kann man natürlich mit Pausetasten natürlich lesen. Kein Problem. Ich möchte das hier nicht weiter ausbreiten. Hier ein zittriger Ritter steht ruhig da rum. Was haben wir denn hier noch? Schöne Burg. Wie schon gesagt, die Vanguard-Burg aus Gothic 3. Das ist der Vogt. Da! Berthold, lustig. Hallo, ich bin... Was willst du? Ich habe keine Zeit für dich. Du bist doch der Vogt. Bist du der Vogt? Ja, da bin ich. Was willst du von mir?
Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Schön. Aber jetzt komm auf den Punkt und sag mir, was du von mir willst. Ich habe wenig Zeit. Ich habe ein paar Kisten Erz für dich. Was? Du hast magisches Erz? Sehr gut. Das werde ich sogleich an unseren Schmied weitergeben. Naja, viel ist es nicht. Wir bräuchten wenigstens nochmal 10 Kisten, um die Ritter auszurüsten. Aber ich will nicht meckern. Wenigstens ein Problem weniger. Was fehlt euch denn noch? Alles. Lebensmittel, Bolzen für unsere Armbrüste, Heiltränke und Spruchrollen. Es ist zum Verzweifeln. Ich hab da mal eine Frage. Keine Zeit. Oh, echt nicht? Ich hab da mal eine Frage. Keine Zeit. Keine Zeit. Ich geh mal speichern. Dann gucken wir mal ins Logbuch rein. Besorgung für den Vogt. Der Vogt benötigt noch viel mehr Erzkisten. 10 Stück sollten es zumindest nochmal sein. Außerdem benötigt er noch jede Menge anderer Dinge. Ich denke daher, dass ich bei ihm noch Folgendes besorgen werde. 30 Brote, 300 Bolzen, 20 Heilelixiere und 20 Feuerballspruchrollen. Das dürfte erstmal reichen. Ach ja, allerdings wird es dauern, bis ich wieder nach Vengard kommen. Bis wir wieder nach Vengard kommen werden. Ja, guck mal doch mal in das Inventar rein. Elixiere, da brauche ich gar nicht gucken, die habe ich eigentlich alle für mich genommen. Dann schauen wir mal nach den Runen. Sind die andersfarbig? Sind das die hier? Vengard-Teleport zur Myrtana-Küste, die werde ich gleich mal hier definieren. Und Vengard-Teleport zur Königsburg. Da haben wir das auch schon mal gemacht. Ja, und was war das noch mit Spruchrollen? Was mit Feuerwelle, aber das ist egal. Gut, das muss ich im Ofen mal nochmal mir ein Bild machen. So, gibt es hier noch was, was hier liegt? Nö. So, die Kisten habe ich jetzt abgegeben. Hier komme ich nicht rein in diese schönen Geschichten. Kobrün ist klar. Es ist jetzt ein bisschen dunkel geworden. Warum? 19.38 Uhr. Dann gucken wir doch mal hier in das Stockwerk hier. Ich sollte später die Räume betreten und schon wird die Animation ausgeführt, dass ich hier da oben nicht hoch darf. Gucken wir noch mal unter Vengard. Ach ja, hier steht's. Ich habe dem Vogt die Erzkisten übergeben und kann nun dem König Bericht erstatten. Na, das machen wir doch mal. So, wo sitzt er denn auf seinem Thron? Oh, es ist so dunkel. Da ist er doch wieder mal. Flackert er. Nachher fliegt er weg, der Teppich. Ich habe die Erzkisten. Ich habe die Erzkisten beim Vogt abgegeben. Gut. Und nun berichte, Ritter. Die Orks hatten Korinnes überfallen. Es war daher schwer, an das Erz heranzukommen. Das hatte ich befürchtet. Wie sieht es im Minental aus? Die Orks haben es besetzt und Lord Hagen dort überrumpelt. Bei Innos. Dann können wir wohl nicht mehr mit weiterem Erz rechnen. So sieht es aus. Oh. Dann werden wir diesen Kampf verlieren, wenn uns nicht der fremde Held aus Korinnes rettet. Ein fremder Held aus Korinnes? Meint er vielleicht mich? Ja, er hat auf der Insel die Drachen Belias vernichtet. Ach, nee, noch andere Heldentaten verrichtet. Ach so, der Typ. Man sagt, dass er mit einem Schiff hier in Myrtana angekommen ist. Doch wohin er gegangen ist, wissen wir nicht. Mit seiner Hilfe könnten wir die Orks zumindest aus Vengard vertreiben. Leider droht uns nicht nur von den Orks eine Gefahr. So, von wem denn noch? Einige Assassinenmagier warten auf eine Untotenarmee, die ihnen ihr Meister senden soll. Diese sollen die Orks bei der Eroberung der Welt unterstützen. Bei Innos, nimmt denn das Unheil überhaupt kein Ende mehr? Hast du erfahren können, wer dieser Meister ist? Noch nicht, aber er scheint sich in der Assassinenstadt Ashdod aufzuhalten. Woher weißt du das? Ich konnte dem Ork-Kommandanten von Korinnes das Schreiben eines Schwarzmagiers entwenden, wo von diesen Dingen die Rede ist. Dann ist höchste Eile geboten. Ich kann mir schon denken, wer dahinter steckt. Xardas. Xardas? Ja, er hat die Runenmagie vernichtet und den Orks geholfen. Und nun sendet er diese Untotenarmee gegen uns aus. Ihm muss unbedingt das Handwerk gelegt werden. Wo hält sich Xardas auf? Das wissen nur die Schamanen der Orks. Aber wenn dieser Meister, von dem du sprichst, wirklich Xardas ist, dann müsste er ja in Ashdod zu finden sein. Was sollen wir tun? Eigentlich hatte ich vor, Lord Baldwin und alle seine Männer nach der Erfüllung ihrer Mission für die Verteidigung von Vengard einzusetzen. Aber ich sehe ein, dass es wichtiger ist, diese Untotenarmee aufzuhalten.
Geh also zurück auf das Schiff und überbringe Lord Baldwin den Befehl, unverzüglich nach Arstadt aufzubrechen, um mit Innos Hilfe dieses Unheil von uns abzuwenden. Geh jetzt und verliere keine Zeit. Innos möge euch bei diesem Vorhaben schützen. Aha. Ich hab da mal eine Frage. Wir haben nicht die Zeit, länger miteinander zu sprechen. Geh und erfülle jetzt deine Aufgabe. Okay. Jetzt haut er wieder ab, der Robert. Jetzt gucken wir noch, was ich hier... Stopp mal, erfüllte Mission. Aha, Vanguard ist jetzt erfüllt. Ich habe König Robert mitgeteilt, was ich über die Untotenarmee herausgefunden habe. Sagt Ashtot. Aha, der König vermutet, dass Xardas hinter dem steckt. Ich kann nun also an Bord zurückkehren. Orksche Krieg. Ja, dann muss ich ja wohl... Wie geht denn das? Jetzt 4? Vanguard Hafen. Ja, ah, so war das auch gemeint hier. Oh yeah. Der König hat die Erzkisten erhalten. Sehr gut. Wie steht es um die Stadt? Schlecht. Sie wurde von den Orks vollständig eingenommen. Nur die Burg hält dem Feind noch stand. Wie? Aber dann ist doch alles verloren. Noch nicht. Als die Orks Vanguard stürmten, haben die Marke des Königs eine Barriere um die Stadt errichtet. So konnte nur ein Teil der Orks in die Stadt eindringen, während der größere Teil des Ork-Heeres nicht mehr hineingelangen konnte. Innos sei Dank, das war das letzte Mittel zur Verteidigung, das uns noch blieb. Der König hatte davon gesprochen, als ich ihn verließ. Trotzdem bleibt die Situation gefährlich. Wir müssen dem König beistehen. König Robert hofft, dass er Hilfe von einem berühmten Kämpfer aus Korinnes erhält. Anscheinend vom selben Mann, der auf Korinnes angeblich gegen diese Drachen gekämpft haben soll. Ich weiß, wen du meinst. Martin hat mir die seltsame Geschichte dieses Mannes erzählt. Also braucht der König nicht unsere Hilfe? Nein, vielmehr gab er uns den Auftrag, nach Varan zu segeln, um zu verhindern, dass diese Untotenarmee den Orks zur Hilfe kommt. Segeln wir erstmal auf die offene See und dann sag mir, wohin du willst. Wo bin ich jetzt? Es sah aus, als wäre ich irgendwie so lebendig eingemauert. Okay, offene See. Wunderbar, klappt ja hervorragend. Ein bisschen einrennen das Ganze und leider ist es dummerweise wieder... Es geht nie ab. Warum muss es immer auf hoher See regnen? Mann, speicher mal. Beides rauschen, ich höre ein bisschen Musik im Hintergrund. Nee, lasst uns als erstes doch nochmal... Nicht den Schleifstein. Sorry, es ist dunkel und ich muss irgendwie zusehen, dass ich den Ernst der Lage hier sehen kann. Indem ich mal hier echt eine Runde schlafe, damit man hier ein bisschen klaren Blick hat, ne? Auf hoher See. Gut, okay, bis zum nächsten Morgen. Wird eine christliche Zeit bleiben und es rauscht immer noch. Weiß nicht, ob man... Leute, ihr seid voller Überraschung. Wisst ihr das eigentlich? Schiff auch noch so ein bisschen in Seenot. Also gucken wir uns das mal an. Der Sturm. Die Albatros in einem fürchterlichen Sturm geraten. Was soll ich tun? Am besten rede ich mit Gernot. Doch an Deck ist er nicht. Wo kann er nur sein? Also ich kriege Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, weil das ist mal was anderes. Also an Deck ist er nicht. Das heißt also, er ist nicht hier oben, sondern mal gucken erstmal, wer hier oben ist. Das ist Harald. So ein Mistwetter. Und Harald, wie sieht es aus? Alles klar? Solange hier jeder an Bord seinen Pflichten nachkommt, ist alles in Ordnung. Ja. Ein Kriegsschiff muss schließlich diszipliniert. Okay, das war das. Wobei, lass uns Training beginnen. Okay, das ist Harald. Warum ist jetzt hier... Alter, Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, okay, da sollen halt eben Sturmanimationen sein. Gehen wir mal systematisch vor. Vielleicht Schiffswache. Vielleicht komme ich hier rein. Ja, ich komme hier rein. Ah. Gut, dass du kommst. Da ist er. Anscheinend gibt es Probleme im Laderaum. Oh, schon wieder. Geh mal runter und sieh nach, was los ist. Ich soll im Laderaum noch. Dass du das nicht gewusst hast. Okay, das dürfte bestimmt zum, genau richtig, zum Sturm gehören. Ey, nachher ist da was leckgeschlagen, Leute.
Mann, oh Mann, oh Mann. Laderaum, das ist ein Tief. Sauwetter. Ja, Sauwetter. Ach, deswegen. Okay. Deswegen. Sagt das noch jemand? Nein. Ich hatte ja die Dings bearbeitet, die Audiogeschichten. Und habe ich mich immer gewundert, so von wegen hier, jeder muss irgendwie Mistwetter, Sauwetter sagen. Hawk. Verdammt, wir haben mehrere Lecks. Ich wusste es nicht. Wir brauchen unbedingt Hilfe. Melde sofort Gernot, was los ist. Du findest ihn in Lord Balvins Kajüte. Was hat er gesagt? Mein Gott. Moment. Das Leck. Hawk teilt mir mit, dass es mehrere Lecks im Laderaum gibt. Das soll ich sofort Gernot melden. Er befindet sich zurzeit in Lord Balvins Kajüte. Ja, da komme ich doch gerade. Oh, Leute. Total überraschend, dass ich da jetzt so... Gernot. Wir haben mehrere Lecks im Laderaum. Wir haben mehrere Lecks im Laderaum. Hawk und Wolfgang brauchen unbedingt Hilfe, um diese zu stopfen, bevor der Laderaum vollständig unter Wasser steht. Verdammt, auch das noch. Teile Sven und Albin mit, dass sie sofort unter Deck gehen sollen. Die übrigen Matrosen brauchen wir an Deck, also müssen auch einige Paladine helfen. Gehe daher zu Bertram, Beowulf und Konrad. Sage ihnen, sie sollen sofort in den Laderaum gehen und den anderen helfen, das Leck zu stopfen. Frage anschließend Hawk, ob das genug Männer sind. Oh, weia. Ja. Also das Leck. Gerne mitgeteilt, ich soll Sven, Albin, Bertram, Beowulf und Konrad unter Decks was sagen und danach Hawk fragen, ob es genug Leute sind. Also, Bertram, Baldwin, oh Gott. Das kann man ja alles gar nicht mehr. Sich, boah. So, jetzt heißt es kühlen Kopf bewahren. Und gucken, wo die nochmal waren. Alva. Sven war im Laderaum, glaube ich. Albin, erstmal Albin hier. Komm Albin, lass deine Suppe stehen. Komm Albin, lass deine Suppen stehen. Du wirst im Laderaum gebraucht. Gut. Nochmal? Warte mal. Ja, mal gucken. Hast du was zu essen für mich? Ja klar, hier hast du deine Suppe. Okay, immer eben noch auf dem Gang dahin. So, ist noch hier jemand? Ist der da nicht drauf. Erik ist nicht aufgeführt. Da hinten war sowieso nie einer in den Ecken versteckt. Hammer, 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 Hammer. So, dann nochmal gucken. Halvar ist nicht aufgeführt. Volker, war Konrad mit dabei? Hey. Glaube nicht. Wir brauchen doch. Wir brauchen deine Hilfe unter Deck. Es müssen dort einige Lecks repariert werden. Warte mal. Moment mal. Das Leck. Und Konrad doch, okay. Gut, Volker? Hey du. Ja, sicherheitshalber nochmal, nein. Alle anderen ansprechen, ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht, also ein paar Mannen mehr oder weniger. Nee, ein paar Mannen mehr auf jeden Fall. Sven müssen wir Bescheid sagen. Können ja nicht schaden. Du musst sofort in den Laderaum kommen. Jetzt müssen dort einige Lecks repariert werden. So ein Mistwetter. Okay, machst du das auch? Ja, er macht's. Alter, okay, die gehen jetzt alle in den Laderaum. Wulfias, jetzt gehe ich mal dahin, wo ich zuerst mich verlaufen hatte. Wo war denn das? Hawk. Ja, ach so. Okay. Wen haben wir denn alles da? Ich habe Albin, Konrad, Sven. Bertram und Beowulf. Bertram und Beowulf, die habe ich doch eben schon gesehen. Aber wo waren die? Oh Leute, hier rutscht sogar das Fass hin und her. Die Fässer rutschen. Mein Gott. Ist das irre. Ich find's gut gemacht. Also wirklich, Kompliment. Also ich bin mehr beschäftigt mit meiner Faszination, als mich zu konzentrieren, hier zu gucken, wo hier noch Beowulf und so sind. Sorry, dass ich eben übersprungen habe, weil ich konnte dann nicht ahnen, dass Beowulf... Doch, hier waren sie. Ich dachte, oh, ich war jetzt völlig deorientiert. Aber ich habe ein bisschen gebraucht und dabei nebenbei noch ein bisschen was gelootet. Wir brauchen deine Hilfe unter Deck. Jetzt müssen dort einige Lecks repariert werden. Okay, das macht er dann Warte auch. Mal.
Und zwar ohne zu murren, ihn mal abspeichern. Nachdem er um die Ecke gegangen ist. Ja, jetzt fällt nur noch Bertram. So. Du musst sofort in den Laderaum kommen. Jetzt müssen dort einige Lecks repariert werden. So, hast auch du noch was zu sagen? Nein, er ist ja ein Trainer. So, Schiffswache. Ja, das mache ich alles später im Off. Aber den hole ich nämlich mit. So. Kann ja nie wissen, so als Belohnung für die Leute, die da... Leute. Hammer. Gucken wir mal weiter. So, Hawk. Du bist ja derjenige, den wir dann mal fragen müssen. Aber schaut euch mal hier. Die werden nass gespritzt. Wolfgang. Hey, du. Okay. Gehen wir mal hier hin. Sind denn alle da? Bertram fehlt. Bertram, komm mal her. Kannst du mir zeigen, die Erzwaffe? Wie sieht's aus? Über der Schmiedenmeister. Wie sieht's mit dem Zugriff und sonst? Wo ist Bertram? Da fehlt doch noch. Da ist Bertram. Was ein zittriger Kutter, zittriger Boden. So, hier ist Bertram. Er steht da auch nur rum, ne? Moment mal, habe ich das irgendwie falsch gelesen? Anschließend Hawk fragen, ob es genug Männer sind. Gut, dann sind wir doch richtig in der richtigen Person. Kannst du mir zeigen, wie sieht es aus? Guck mal, wie sieht das aus? Ja. Habt ihr jetzt genug Leute, um die Lecks zu reparieren? Ja, du kannst gerne mitteilen, dass wir bald alles unter Kontrolle haben werden. Das war dann das, oder wie? Warte mal. Okay, das sind jetzt nur noch so Fähigkeiten. Ach, das mit dem Fass ist cool. Diese Animation, oh, drei sogar. Das erste war ja irgendwo in so einer Höhle, wo eine Loge runtergefallen ist. Vielleicht kommen ja noch mehr solche Gimmicks. Das hat mich ja schon damals fasziniert. Also so am Rand, am Abgrund, da ist eine Loge runtergefallen. Und das fand ich richtig klasse. So, wen darf ich jetzt Bescheid sagen? Hawk meint, dass ich Gernot mal melden müsste. Speichern. Ja, dann geht's mal zurück zu Gernot. Ja, das Unwetter hat jetzt auch ein bisschen aufgehört, finde ich. Und ich finde, da könnte auch das Rauschen aufhören, weil es doch ein bisschen nervig ist. So, pop. Gernot, komm. Ich habe allen Bescheid gegeben. Die Ratten der Albatros. Es sind genug Leute da, um die Lecks zu stopfen. Er meint, bald alles unter Kontrolle zu haben. Gut, aber ich habe schon die nächste Aufgabe für dich. Das Wasser im Laderaum hat jetzt alle Ratten, die an Bord sind, herausgelockt. Eine gute Gelegenheit, diese Viecher loszuwerden. Töte daher alle Ratten, die an Deck sind, und erstatte mir dann Bericht. Naja, okay, von der Zeit her dürfte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt werden wir erstmal gucken, wo hier Ratten sind. Gehen wir erstmal nach oben und gucken. Hier sind keine Ratten. Ah, da ohne. Oh, hier aggressive Schiffsratten. Entschuldigung. Alter Schwede. Naja, die können ja nur gestiegen, sogar bei Rattenschlachten. Was war das jetzt? Von diesen Drecksviechern. Okay, da ist eh nichts zu holen. Okay. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die Leute, die mir beim Rattenklatschen hier mithelfen. Oh, wie viel sind das? Das müsste mir jemand in den Kommentaren schreiben. Wie viele Ratten hier noch? Das ist doch nix hier. Ich kann aber genauso gut die zertreten. Oh hier, diesmal mehrere Besen. Boah, die kommen hier. Hier ist die Quelle, wo sie rauskommen. Okay, was ist das jetzt? Gucken wir mal ins Log. Ratten töten, alle Ratten. Ja, wie schon gesagt, wie viele sind es denn, liebe Leute? Das wäre cool. Gehen wir nochmal gucken, ob hier noch irgendwo welche sind. Es rauscht immer noch so. Schade. Vielleicht unter Deck noch. Also im Laderaum.
Wäre natürlich sinnig, weil das waren ja auch die ersten, die wir gesehen haben, als wir hier auf der Albatros waren. Nee. Dann eben nicht. Dann werden wir mal gucken und herausfinden, ob wir schon alle Ratten getötet haben. Denn die paar Minuten sollen es doch sein, die es sich lohnt, noch aufzunehmen. Nein, da fehlen noch welche. Da fehlen noch welche Leute. Da müssen wir aber schnell sein. Wo könnten die sein? Ich werde immer das eben überspringen und auch versuchen, nach weiteren und nach den letzten Rand zu sein. Dann hier sind sie noch. Beziehungsweise hier waren wieder neue gespawnt worden. So. Sind das jetzt alle? Ich hoffe es. Okay. Neuer Versuch, Gernot zu berichten. Doof, die Treppe hochzugehen. Ja. Yeah. Ich habe alle Ratten getötet. Wie? Ja gut, ich danke dir. Oh. Was ist los? Ist irgendetwas passiert? Ja, ich habe vorhin erfahren, dass einer unserer Männer über Bord gegangen ist. Bei Innos. Wen handelt es sich? Um Dandolo. Eine der Schiffswachen hat gesehen, wie dieser auf dem Wasser herumtrieb. Ich hoffe, dass er auf eines der Riffe zugetrieben ist. Dann könnte man ihn vielleicht noch retten. Lord Baldwin hat mir aber verboten, Dandolo zu suchen, da es zu gefährlich ist, bei diesem Wetter zu den Riffen zu schwimmen. Außerdem braucht er mich jetzt unbedingt an Bord. Wir werden daher Dandolo seinem Schicksal überlassen müssen. Obgleich mir das ganz und gar nicht gefällt. Leute, danke fürs Zusehen mit dieser schlechten Nachricht zum Schluss. Aber ihr wisst ja Bescheid, wir werden es in der nächsten Folge sehen. Und bis dahin, danke, Daumen und einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hammer.